Auf geht's in die Promenade of the Condemned. Bin gespannt, was ihr ein Modifier für mich ausgewählt habt. Steht das denn da oder will ich es einfach erleben? Trap Doors. Doors explode. Na vielen, das geht nicht. Hauptsache was Blödes. Ich habe zum Glück eine Fernkampfwaffe. Das zieht das alles unnötig in die Länge. Ihr Deppen. Ihr hättet mich auch einfach springen lassen können, dass ich irgendwie vielleicht an geheime Orte hinkomme oder irgendwas Cooles. Nee. Au, stimmt. Oh. Ich spiele wieder alleine. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich überhaupt diesen Stream-Scheiß mache. Ich will euch gar nicht dabei haben. Könnt ihr bitte gehen? Ist ja furchtbar mit euch. Ah. Kann mal jemand anders außer der Leon sich gerade irgendwie mal das Chicken werden? Zu spät, ihr schlaft auch ein bisschen. Ihr sprecht euch doch ab jetzt gerade. Neues Chicken. Na dann. Herzlich willkommen, Mr. Chicken. Ups. Wenn er auch beschützt wird. Hallo. Ah ja. Waren wir noch nicht? Hier unten waren wir noch nicht. So, das hätte man da irgendwie anklopfen können. Der voll brutal drauf. Lila würde sich eigentlich lohnen jetzt mal als nächste Taktik. Haben wir drei auch schon. Und wir haben drei Sachen, die davon profitieren. Survivability geht damit auch ganz gut so. Das stimmt. Aber Brutality ist keine schlechte Wahl. 57% bisher dafür. Das glaube ich nicht verkehrt an der Stelle. Twin Daggers. Ugh. Duplex Bow.
Unten war nichts mehr. Oh, was ist da rechts? Ah, will ich wahrscheinlich von einer anderen Stelle ankommen. Also Klolli war bis jetzt das beste Chicken, weil er auch mitgekämpft hat. Hat bis jetzt von euch sonst noch keiner gemacht. Vielleicht mal ein bisschen mehr Mühe geben. Dann bei dem Klolli das mal abgucken. Der hat nämlich mit der Elektropeitsche schön mitgekämpft. Das war ganz schön klug von ihm. Oh, das war kein schlechter Zeitpunkt, mal zum Heilen. Ja, man hat ein bisschen Verzögerung, ja. Muss dann erst einmal vom mir zum Chat, also die Stream-Verzögerung, und dann gibt es noch die Verzögerung zurück, wenn das Spiel es erkennen muss, was du geschrieben hast. Das dauert ein bisschen. Kann mir nichts leisten. Skandal. Ganze Geld verjubelt schon. Zum Glück explodieren die Türen nicht instantly. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Au, nicht aufgepasst. Ossuary. Ossuary kann ich glaube ich noch gar nicht, weil ich die Sache noch nicht freigeschaltet habe dafür. Au. Wolf Trap 2, 30 DPS, 19 DPS. Nee, es lohnt beides nicht. Ich mach's einfach mal kurz, damit ich es recyceln kann. Und ich bitte ihn nicht los. Da oben gibt es da bestimmt noch was. No. Weil wenn ich die Sprungmodifikation gemacht hätte, könnte ich bestimmt darüber springen und dann. Ich möchte den Rosenturm. Ich kann keine Walljumps machen. Nein. Der Rosenturm. Was der Leon sagt, da musst du nicht so viel drauf hören. Das ist meistens eher vernachlässigbar. Inhaltlich. Au.
rutscht. Und hier kommen wir nur mit Walljumps weiter. Dammit. Muss ich jetzt auch mal lernen. Das kann ich. Das kann doch nicht sein. Aha. Au, au, au! Fucking hell! Den Kampf jetzt nicht mehr gerettet, aber die Heilung können wir trotzdem gebrauchen. Autsch. Ging's da unten? Na, unten nur mit dem Walljump weiter. Ossuary könnten wir sogar. Rampart zum Beispiel. Prison Deaths. Kann ich glaube ich gar nicht gehen. Prison Deaths ist glaube ich unten beim Walljump. Ja. Den Wunsch kann ich euch leider nicht erfüllen. Deswegen geht es zum Ossuary, was auf Platz 2 ist. Ausreden. Wenn ihr halt was abstimmt, was überhaupt nicht geht, ich weiß nicht, eure Skills sind hier noch nicht so überzeugend, Kinders. Duplex Bow 3. Das ist schon ganz geil eigentlich, der Duplex Bow 3. Machen wir den mal hier, den Duplex Bow. Den gönnen wir uns. Choose one mutation. Den Modus für Dota, dass ihr dann entscheiden könnt, welche Spells ich benutze. Ulti, Ulti! Ah, jetzt schon. Chronos 4. Und dann schöne die eigenen Leute kronen. Wäre jetzt mit interessant. Doch, habt ihr überhaupt abgestimmt? Habt nicht mitbekommen. Werde ich gleich sehen. Nicht mitbekommen, was zur Auswahl stand. Ja, bestimmt scheiße abgestimmt. Bestimmt gab es zwei gute Sachen und eine schlechte. Ich vertraue euch irgendwie nicht. Ich weiß gar nicht. Das sät so einen Unfrieden zwischen uns. Every wound also poisons you. Kinders. Das ist eine scheiß Idee. Ah! Ah! Halb tot. Ah! Das wird gut. Schönen Modifikator habt ihr ausgewählt. Au! Ach du Scheiße. Okay.
No, 10 Cells. Würde ich ganz gerne mitnehmen. Ich habe nicht viel Gold, leider. Voll verzweigtes Ossuary. Ups. Au. Das wird interessant. Schnauze. Warum dürft ihr denn sowas entscheiden? Wir müssen das alles normal spielen. Ihr müsst den Scheiß nochmal angucken, ne, wenn wir hier kaputt gehen. Das ist euch schon klar. Wo ich habe die Ranged Weapons. Oh, ihr seid euch arschgeil. Alle im Chat schreiben Go, ja, 100%. 100%. Oh, es geht. Hm. Hey, wie läuft denn der? Bim, 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 bim. Da bin ich anscheinend nicht gecursed. Hab ich kein Geld hierfür? Oh, ein neues... Ein Fünfer wäre echt gut. Ich habe einen Zweier. Ich bin auch an der Level. Das Ossuary ist einer der härteren, wo man vorwärts geht. Damit ist jetzt nichts passiert. Ich bin ja gar nicht verflucht. Ich muss nochmal zu der Dings gucken. Ach, könnt ihr es nur abstimmen und ich kann es trotzdem selber entscheiden? Ach so, ihr könnt mich gar nicht dazu zwingen. Na, aber jetzt bin ich mal nicht so. 100%. You have outraged the gods. Was haben wir denn hier? Community Codex. Dann macht mir, gib mir aber mal Lila. Ja? Gib mir mal Tactics. Das brauche ich jetzt. Firebrands. 35 DPS. 43 für 3 Sekunden. Der Bogen ist aber wichtig. Ich hoffe, ich Geld dafür. Irgendwo gab es ja noch 10 Zellen. Ah! Ich um. Na los. Tch. Dialoge, die man sonst auch am Wochenende führt. Oh, ich glaube, die zählen als einzelne Gegner, die Slugs, die da rauskommen.
Nein, 10 sind nicht verdammt. Das war früher, glaube ich, aber mal so. Haben sie entschärft. Dammit. Harry Meyer am Anfang der Vereins für 10 Jahre. Ah. Tschüss. Irks. Das mache ich später. Das ist eine ganz blöde Stelle. Das ist eine verschlossene Tür, sehr witzig, aber ich habe der Dings nicht gesehen. Die Karte. Oh nein, erst nachher. Da kommt nämlich Elite. Das kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Das kann ich gebrauchen. Viele kleine Gegner. Nice. Ach, das war so eine Rune. Oder? Es war keine Challenge Rune. Nee. Da oben ist noch eventuell ein kleines Gebiet, was wir noch nicht ganz erkundet haben. Ist aber voll der Umweg, bloß die eine Ecke. Ich glaube nicht, dass da viel ist. Wir gucken mal kurz. Secret. Wo war denn ein Secret? Du meinst, hat die Rune im Boden. Die habe ich ja gesehen, aber ich kann die im Moment noch nicht nutzen. Na toll, hier war ja nichts. Über der Truhe. Da ist ein Secret in der Truhe. Ah. Danke. So, was kriegen wir denn hier alles Tolles? Das sieht auch gut aus. Das ist nämlich vom Timing blöd. Das gefällt mir hier unten besser. Das war knapp. Ah! Boah. Au, 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 au. Blutung. Heim mich mal. Das wird sonst scheiße hier. Da kann man schnell mit der Blutung passieren oder irgendeinen anderen Dreck. Danke. Thank you.
Fuck. Au, 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 au. Steht zu Diensten, ja, vielen Dank. So, dann machen wir die Truhe auf, Kinders. Ich leg schon mal alles hin. Au. Alter. Das ist ein Rumgehüppe. Der Nutcracker. 275 DPS. Können wir ausprobieren, gerade wie der sich spielt. Stunt halt am Anfang. Gar nicht so schlecht, auch von der Attack Animation. Aber ein bisschen was anderes. Mehr DPS. Poison Target, Victims Burn. Ja, 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 nehmen wir mit. Das verkaufen wir. Bisschen langsamer die Attack Animation, aber es geht. Danke fürs schnelle Aufmachen der Kiste. Okay. 9000 Gold, ja, so geht das doch. Okay. Wird gleich auf der Karte angezeigt, wo diese Stelle war mit den Zähnen. Das war ganz am Anfang, ne? War es ein Level davor schon? Völlig verkackt. Jetzt gehe ich hier unter das Käsehebel, gehe ich nicht lang. Okay, da haben wir alles, da haben wir alles, da haben wir alles. Dann geht es hier weiter, würde ich sagen. Da geht es nach oben. Ach, da war ein Community Codex. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal Tactical mit. Kinders. Tactical brauchen wir. Au. Ah, das mit den. Mit dem Vergiften ist so krass. Weil diese AOE-Geschichte halt voll bitter ist. Boah. Wenn man halt so schlecht ankommt und dann jedes Mal vergiftet wird, das ist voll bitter. Oh, was ist das denn für einer? Crazy Motherfucker. Ich muss jetzt ein bisschen hochheilen jetzt. Mit 81 AP ist jetzt nicht so viel. Boah, ist das gefährlich.
Au, 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 au! Ich kann also schlechter... Ja, sehr, sehr witzig. Diese Poison Modification in dem Level ist halt mal richtig hardcore. Machen wir Survivability, obwohl Tactical auch okay wäre, keine Ahnung. Kein Healing mehr, nope. Und links sieht man das. Ich muss mich jetzt irgendwie hochheilen an Trash Mobs. Da ist ein Elite. Obwohl auch mal viele rauskommen. Aber trotzdem, wenn ich am Anfang erwischt einen so stark, dass es gleich wehtut. Muss man merken, wo der Elite ist. Der ist hier unten. Plus, dass das prozentual jetzt wächst. Yay, 5 HP mehr. Übrigens, wenn ich jetzt mehr HP habe, Base HP schon. Oh, ich darf selber was entscheiden. Das ist ja Wahnsinn. Mehr HP Recover. Ich darf selber was entscheiden. Das ist ja verrückt. War hier 50-50 weiter, was? Ich hätte den doch an mich zurückgegeben. Ich glaube, es ist halt ein bisschen langsam von der ersten Animation. 295 HP inzwischen wieder. Sehr schön, genau nicht die Richtung. HP immerhin inzwischen wieder. Ist ja fast was. Womit man arbeiten kann. Okay, der bleibt da hinten. Ah, der nicht! Ich hab jetzt. Das ist echt so. Das ist nicht nur die HP gehen einigermaßen. Das ist jetzt nicht viel, natürlich. Aber das ist echt. Das Hauptproblem ist. Ups, das war ich gar nicht. Ist halt, dass ich jedes Mal vergiftet werde. Und die Vergiftung nimmt halt viel mehr, macht viel mehr Schaden als der direkte Damage. Deswegen ist es halt, jeder Schaden tut richtig weh. Das habe ich mal. Das ist ein bisschen blöd. Das passiert nämlich nach rechts. Obwohl es durch die Feder. Wenn ich in eine Richtung gucke, dann ist. So. Ah, das wollte ich mir der Dead Zone nochmal einstellen. Muss ich nochmal gucken, ob ich das nochmal ändere. Man merkt, dass. Das sehr sensibel reagiert.
Kann man hier eigentlich die Dead Zone irgendwo einstellen? Das wäre super. Und die ein bisschen erhöht. Wir können mal... Wo geht das? Diet. Können wir mal hier auf... Gehen wir mal Castlevania-esk. Gucken, was wir da so finden an Zeug. Statt Möhren und so. Das, wo wir gerade davon sprechen, wäre eh nicht schlecht, da mal was zu finden. Also was zu essen zu finden, um ein bisschen Lebenspunkte zurückzubekommen. A message left in the storeroom. What? Soldiers leaving little notes for each other? The bodies are piling up endlessly. Burning them is no longer good enough. Some get back up and others even manage to get their hands on weapons. We have to leave this island while we still can. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Nicht ganz hin. Zumindest ein bisschen eine Heilung finden wäre nicht schlecht. Ist ein bisschen rar. Was wir sehen, ich weiß. Muss ein bisschen aufmerksamer spielen. Ich blute, ja. Mir geht's nicht so gut. Ups. Damage. 5 Sekunden. Heißt das 5 Sekunden mit der Victim's Burn ist auch geil. Ja, die Kombination ist doch schon ganz gut. Recyceln wir mal. Ah! Angst, dass mir der Aufzug auf den Kopf fällt. Ich weiß nicht, ob das Schaden macht tatsächlich. Weggesprungen. Das ist genau wie die Kante werfen. Das ist manchmal. Wenn ich nach rechts gucke jetzt so, und dann dreht er sich nochmal um. Und das ist manchmal beim Schießen. Ich drücke nach rechts und er guckt nach links danach. Wenn man so einen kleinen Schritt macht. Das ist etwas irritierend. Und jetzt wieder. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Das ist das einzige Negative. Das ist in dem sonst... Super Gamepad. Was sonst ein Super Gamepad ist, aber das mag ich nicht manchmal.
Jetzt schon wieder. Guck nach rechts. Wenn ich manchmal nicht genau bis zur Ecke laufen möchte, passiert das manchmal. Mann, aber langsam nervt's aber. Wie kriegen wir jetzt wieder pro Gegner, ne? Vielleicht schon. Ja, haben wir 5 wieder bekommen. 5. Oh, da was fallen lassen. Pastry. Nehme ich. Jetzt kommen wir langsam wieder mal in Bereiche, in der es sehr vertretbar ist zu spielen. Ah, ach nö. Dann lasse ich uns da oben einfach. Da verliere ich zu viel HP. Das ist ätzend. Diese AOE-Geschichten. Ne, vergiss es. Das Ossuary ist voll groß. Und die Sache am Ossuary ist, dass es halt High Level ist. Im Vergleich zu anderen Gebieten. Und nicht, wenn ich mit meinen Low-Level-Waffen rumlaufe, merkt man das halt total. Weil ich habe. Der Nutcracker 5 Duplex Bow habe ich selber geupgradet, deswegen ist er 3+. Aber meine Tactical, meine Gadgets sind halt Level 2 beide noch. Das ist ein bisschen scheiße. Und natürlich ist man auch nicht, hat auch nicht so viele andere Sachen gefunden. Oh oh. Ach du Scheiße. Boah, das war knapp. Ach du Scheiße. Dieses Gift. Nein. Aufsammeln. Was ist das denn jetzt? Ramming. Wann habe ich die jetzt? Bestimmt für die Breakthrough Certain Floors, ja. Na, immerhin haben wir das jetzt. HP. Noch schön in die Stacheln springen. Das war ein Scheißraum, weil da rechts in den Stacheln war, mit dem Gift halt so gefährlich ist. So, da. Hier, jetzt genau in der Mitte des Screens ist noch ein Elite, aber den kann ich gerade mal knicken. Da ist irgendwo eine Teleportationsgeschichte. Ich weiß auch nicht, wie eine Rune dafür ist. Da geht's zur Black Bridge. Community Codex. Da ist noch was. Wenn wir jetzt natürlich sterben, ist es ärgerlich, aber es gibt noch einen Elite-Gegner mindestens. Wie gesagt, hier. Und hier ist auch noch irgendwas. Mann, das ist echt so. Das ist nach rechts. Ja, schon wieder. Nach rechts. Ich will ein paar Schritte nach rechts machen. Und dann guckt er nach links. Guck nach rechts. Nicht nach links, nach rechts. Ja. Das ist nervig. Das habe ich sonst in keinem Spiel fällt mir so auf, weil man diese kurzen Bewegungen sonst noch nicht so macht, glaube ich. I don't know. Ah! Ich glaube, ich habe nochmal Schaden bekommen durch den einen Kackwurm. Ich glaube, ich der korrekte Bezeichnung ist. Da komme ich nur mit Walljump hoch. Das kann ich noch nicht. Dann hauen wir jetzt hier ab. Ab zur Black Bridge.
gibt noch den einen Elite-Gegner, aber das mache ich jetzt nicht. Dann fehle ich mir den ganzen Fortschritt, den wir hier eingesammelt haben. Ja, hier sind zwei. Hier ist noch eine Kiste. Das sind dann auch noch eine Kiste. Noch zwei Kisten, die ich nicht aufgemacht habe. Ja, aber das kannst du vergessen. 107 HP. Zwei Kisten und ein Elite-Gegner, den wir nicht aus dem Level mitnehmen. Hilft nichts. 71 Cells haben wir. An den komme ich auch nicht ran. Nein, 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 nein! Okay, wir lassen es jetzt. Okay, ich dachte, ich probiere noch was. Ah, ich hab ihn gekillt? Okay. Knapp an der Ecke. Das war alles scheiße bei dem. Gab es noch irgendwo einen Shop? Da oben gibt es noch einen Shop. Ah, weil danach kommt ein Boss. Black Bridge ist doch ja nicht so schwer. Ja, drauf geschissen. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Weg hier. Mann. Das war hart. Erstmal Recycling. Gold Reserves 3. 10.000 kann man mitnehmen. What doesn't kill me? Bloodthirsty, heavy crossbow, infantry bow, broadsword. Does massive damage. Ich weiß nicht mehr, ob ich die gut fand. Es war, glaube ich, nicht so schlecht, das Broadsword. Ich muss ja dann nochmal testen. So, Fire Grenade. Ich muss nochmal den anderen Spielstand rausholen, ein paar Sachen probieren. Also die Goldreserven, aber das so. Reforge. Der Nutcracker. Das haben wir so. Choose one mutation. Ammunition ist auch nicht so schlecht. Mehr DPS. So, nochmal auffüllen. Machen wir den Bosskampf noch, den haben wir uns noch verdient. So, Chicken, Boss und kluge Kommentare könnt ihr auch noch mit abgeben. Achso, ich wusste gar nicht, dass dann schon losgeht. Ich dachte, der Bosskampf geht erst los, wenn ihr soweit seid. Boah, das ist der Boss. Hier durchlaufen. Ah, das ist scheiße. Hopp. Bomben.
Zeug. Was ist das für ein Regen? Au. Den Regen guckt und auf die. Mag meine Primary Weapon nicht. Durchrollen, heil mich mal lieber einmal. Oh, das müsste dann reichen. So, Zombies. Oh, durchgerannt. Ja, Heilung wäre nicht so schlecht. Okay, dann halt nicht heilen. Oh, naja. Den spannend machen. Der Borsat nutzt seine ganzen seine Kommandos. Mein Chicken war mit Heilen nicht so dabei. Naja. So, was haben wir hier gefunden? Haben es ja trotzdem geschafft, das ist das Wichtige. Electro Whip 3L. Das war 82 PS. Nutcracker mag ich nicht so gern. Ja. Impaler, der klingt mal interessant. So, jetzt gehen wir ganz gemütlich hier zum Schluss. So, und ihr könnt den Modifier fürs nächste Level auswählen. Chicken, Captain Chicken. Birds, add flying enemies to level. Flying enemies. Monster explode when dying. Und wo wir hingehen sollen. So, das ist das, was ihr auswählen könnt fürs nächste Level. Ich mache eine kurze Pause und dann werden wir dann bald feststellen, was ihr für mich ausgewählt habt.